Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antwort auf die Anfrage ist sehr umfangreich und detailliert. Wenn man die ganze Antwort des Senats liest, kann man sich vielleicht auch deswegen des Eindrucks nicht erwehren, dass es ein echtes Konzept zum Abbau von Sprachbarrieren zur interkulturellen Öffnung in der bremischen Verwaltung weitgehend fehlt. Seitenweise wird für jede einzelne Behörde bzw. Institution aufgezählt, aufgrund welcher Verwaltungsvorschriften und welcher organisationspolitische Gegebenheiten diese oder jene Form präferiert wird. Dabei wird zwar ein Bemühen deutlich, mit der größeren Inanspruchnahme durch Menschen mit Migrationshintergrund und oder Fluchterfahrung umzugehen, allerdings wirkt dieses Bemühen auch manchmal etwas hilflos. Dann etwa, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bremerhaven Ermahnung von Sprachmittlern auf Sprach-Apps und Übersetzung aus dem Internet zurückgreifen müssen. Einige Fragen bleiben auch nach der Antwort auf die Anfrage. Warum werden nicht in allen Behörden der Verwaltung Listen über die Fremdsprachenkenntnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt, damit sie bei Bedarf eingesetzt werden können? Etwa im Amt für Soziale Dienste ist das nicht der Fall. In der Antwort zu Frage 6 wird von einem Ämter- und behördenübergreifenden Pool von Sprachmittlern, der sich in Prüfung befindet, gesprochen. Bis wann ist denn mit diesem Pool zu rechnen? Der Ausbau der Sprach- und Integrationsdienstleistung aus dem Kreis der Geflüchteten ist nach der Nichtbewilligung der EU-Mittel in Überarbeitung. Wann ist diese Neukonzeption abgeschlossen? Zwischen den Zeilen der Antworten ist deutlich herauszulesen, dass es an einem durchgängigen behördenübergreifenden Konzept zur Sprach- und Integrationsmittlung fehlt. Die Vorgaben und die Praxis in der Behörde sind häufig unterschiedlich. Oft sind Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung darauf angewiesen, sich privat Sprachmittlerinnen und Sprachmittler zu organisieren. Grundsätzlich muss auch festgehalten werden, dass es offensichtlich nicht nur an ausreichend Personal mit Fremdsprachenkenntnissen fehlt. Bezeichnet es hier, dass der Senat schon Listen mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstellt, die über solche Kenntnisse verfügen, um sie zurück in den Dienst zu bringen, sondern auch insgesamt fehlt es an Personal. Die Wartezeiten und die Warteschlangen beim Bürgerservice-Zentrum haben immer noch erschreckende Ausmaße. Wenn hier nicht mit Geld in die Hand genommen wird, kommen die Menschen nicht weiter. Wir erkennen das sichtbare Bemühen in den Behörden und der Mitarbeiter an, um ihre Situation und die Menschen mit Migrations- und Fluchtgrund zu verbessern, müssen einheitliche Konzepte, Standards und nicht zuletzt auch die entsprechenden finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden. Das derzeitige kleinteilige Stopfen der dringenden Löcher muss ein Ende haben. Und ich muss persönlich noch dazu sagen, als ich die Anfrage oder die Antworten auf die Anfrage gelesen habe, habe ich mich in den 90er Jahren versetzt gefühlt, wo ich dann auch nach ein paar Jahren, nachdem ich Deutsch sprechen konnte, auch meine Eltern als Übersetzer immer zur Seite stehen müsste. Und deshalb fordere ich Sie auf, da endlich mal wirklich was zu tun. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.